Herzlich willkommen, liebe HTV-Zuschauer. Wir begrüßen Sie zu unserer 82. Sendung. Wir sind wieder zurück nach 6 Wochen Sommerferien und beginnen gleich mit einem Rückblick des vergangenen Jahres. Und dazu geben wir ab an Jana. Danke Daniela und danke Rebecca. Bei mir sitzt jetzt Herr Laubscher. Danke, dass Sie hier sind. Und mit Ihnen würde ich jetzt gerne über das vergangene Schuljahr reden. Es war ja eher ein unsichereres Schuljahr, gerade so, was die Schulleitung betrifft. Warum waren Sie am Anfang? Gut, wie wir alle wissen, ist die Schulleiterin Frau Ludwig etwas überraschend für alle weggegangen. Und daraufhin musste Herr Völpel einspringen. Mhm. Wir alle wissen, er hat ein bisschen Probleme mit seiner Gesundheit und er hat sich echt für die Schule in diesem Jahr aufgeopfert. Er hat wirklich auch oft an Wochenenden hier war an der Schule gewesen und hat sich um Schulangelegenheit gekümmert und bis zur allerletzten Sekunde hier wirklich die Geschäfte geführt. Und ich denke, dafür gebührt ihm sehr großer Dank. Ja, ich denke, das haben auch wir von der Schülerseite gemerkt, dass er wirklich da nochmal alles in seinem letzten Jahr alles rausgeholt hat. Es war ein sehr bewegender hat. Abschied übrigens, genau. Auch mit viel Schülerbeteiligung. Am Ende des Schuljahres, ja. Ich glaube, auch du hast ja genau, da eine kleine Rede gehalten. Genau, ich war auch beteiligt, genau. Ja, ja, und ich denke, da wurden auch sehr viele liebe Worte gewechselt. Ja, ja. Und war auch sehr emotional, zumindest so wie ich das jetzt. Absolut, so haben wir es auch erlebt. Aber ich denke, trotzdem war es ein erfolgreiches Jahr. Ja. Zumindest so aus meiner Perspektive aus. Wir hatten Tag der offenen Tür, wir hatten das Weihnachtskonzert, das war ja so wie jedes Jahr eigentlich schön. Mhm. Dann im Frühling gab es 2 große Ereignisse. Gut, das eine durfte ich an deiner Seite miterleben, genau. Und zwar das große Interview mit Herrn Dr. Buck von der BASF. Das war wirklich ein großes Highlight, auch für mich gewesen, dass wir da für uns auch, eingeladen für wurden mich, dort vor Ort. Ne? Ja. Und ich weiß noch, wie kannst du aus deiner Perspektive sagen, warst du sehr nervös da? Oder? Also ich war schon nervös, muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil ich meine, wann redet man schon mal mit so einer hohen Führungspersönlichkeit? Ja. Und ich meine, man ist schon eingeschüchtert, so als Schülerin setzt man sich dahin vor so eine Person und redet und führt ja auch, sage ich mal, das Interview. Ich denke auch, diese Vorbereitungszeit war für uns alle spannend, auch für Sie bestimmt. Natürlich. Das war übrigens, ich war mächtig stolz auf euch, weil wirklich, wir haben viel Vorbereitung da reingesteckt und das lief dann wie am Schnürchen. Das war, wie ich es so ausgedrückt habe, wie eine gut geölte Maschine lief das. Genau. Klasse. Ja, auch von meiner Seite aus. Also wirklich auch, ich denke auch danke an die Kameraleute, an die ganze Technik. Ja. Ja. Oft ist, man sieht ja dann nur die Moderatoren, aber sonst. Richtig. Dann das zweite Ereignis war die Gedenkfeier in Speyer. Da ging es ja um den Zweiten Weltkrieg. Das Ende des Zweiten Weltkrieges und da hatte unsere Schule die Ehre, zweierlei Formen dort auftreten zu dürfen. Auf der einen Seite musikalisch durch Klezmermusik. Das, glaube ich, die Frau Pfeife hat es arrangiert. Und auf der anderen Seite Frau Kute und die Theater AG haben dort ebenfalls einen Auftritt gehabt und beides ist offensichtlich auf sehr große Resonanz gestoßen. Ja, ich war leider da nicht anwesend, aber man hat es so gehört, dass es wirklich schön war. Mhm. Ja, um jetzt nochmal auch den Zuschauern ein paar Eindrücke zu liefern, haben wir jetzt noch einen kleinen Film, den die Medien AG vorbereitet hat. Vielen Dank für die Mats. Wir möchten jetzt noch über noch ein weiteres großes musikalisches Ereignis reden, nämlich das Sommerkonzert. Soll ich drüber reden oder du? Ich ja, würde ich sagen, du kannst ja auch, da viel mehr ja, genau, reden. Ich war ja da auch beteiligt, weil das große Thema war ja vom Mixtape zur Playlist. Ja, ja. Da ging es ja um das Jahresmotto. Mhm, wir hatten ja BASF, 150 Jahre, war ja auch generell in Ludwigshafen das große Thema dieses Jahr.
Und ich kann sagen, es war sehr schön, eigentlich wie jedes Jahr. Mhm. Gerade mit dem Thema finde ich eigentlich immer gut. Ja. Man hat irgendwie, wir hatten auch eine tolle Moderation, die das gut gemacht hat. Ich glaube, da sind wir auch beteiligt als Redner AG. Ne? Genau. Das war der Darius und, genau. Die Daniela. Daniela Zipperer, ja. Also ich muss auch sagen, ich bin auch stolz, dass meine Leute, sage ich mal, in allen Bereichen oder in vielen Bereichen tätig sind. Ja. Das sieht man also die Klasse auch dann. Ja, ja, auf jeden Fall. Also von meiner Seite aus war das schön. Ich denke, auch den Zuschauern hat es gefallen. Es war sehr warm in dem Bürgerhaus. Oh, ja. Das war auch für uns auf der Bühne nicht so ganz einfach, aber ich denke, das... Also Hitze ist natürlich ein Riesenproblem gewesen für das ganze Sommerbereich dieses letzten Schuljahres. Genau. Es war hier in der Schule abartig heiß. Wir mussten, wussten für unserer Seite, war das ja sehr schön, dass wir auch Kurzstunden dann auch gemacht haben. Und es hat dann auch, glaube ich, Auswirkungen gehabt auf das Spielfest, das wir hatten. Genau, Spiel- und Sportfest. Darf ich dazu auch noch kurz was sagen? Ne? Das ist eine neue Idee der Sportlehrer gewesen, also nicht diese traditionellen Bundesjugendspiele zu machen, sondern ein Spiel- und Sportfest mit etwas ausgefallenen Sportarten, die fast die ganze Schule halt sozusagen dann mit einbezogen hat. Ich selber war Klassenleiter der 7. Klasse und uns hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Das waren also etwas abstruse Sachen zum Teil, Klobürstenlauf und so weiter. Ja, aber siehe da, die waren voll bei der Sache und ich bin stolz, dass meine Klasse sogar den Jahrgangssieger gemacht hat. Ah, okay. Aber um 12 Uhr mussten wir Schluss machen, weil die Hitze, also das ging über 40 Grad hinweg, das war dann zu viel. Ja, ich habe es ja auch mitbekommen. Also wir, 10. war ich ja dann noch, wir waren auch in der Sporthalle, also das war kaum zum Aushalten, haben da so Krebsfußball und alles gemacht und dann bei der Hitze, also... Wie können Sie da sagen, von Lehrerseite aus, organisatorisch, ist das gut gelaufen? Also oder? Ich habe natürlich jetzt nur das aus der Perspektive des Klassenleiters sehen können und von meiner Warte habe ich da nichts Schlimmes entdecken können. Also das lief eigentlich natürlich bei so vielen parallel laufenden Sachen, da gibt es dann einen oder anderen Verschieber mal, aber ich weiß nicht, ob da jetzt groß Anlass zur Kritik ist. Ne? Ja, und auch dafür haben wir jetzt noch einen Film vorbereitet und Mats ab. Vielen Dank für den Film. Und jetzt noch ein weiteres Thema, auch Sport. Mhm. Und zwar gab es ja auch eine große Ehre, sag ich mal, für unsere Schule. Das war ja Jugend trainiert für Olympia. Jawohl. Also das war eine 6. Klasse, in der zufällig oder nicht sehr großartige Turner beisammen waren. Und der Herr Lau, der offensichtlich auch in dem Bereich sehr fit ist, hat also diese Gruppe von Sieg zu Sieg geführt, bis hin zur obersten Ebene, nämlich in Berlin. Und da wurden sie Zweite, also mit Pech fast Zweite, also sie hätten fast den Sieg auch davon getragen. Also das muss ein ganz großartiges Erlebnis sein. Vielleicht kannst du dich erinnern, das war damals die Zeit der Lokführerstreiks. Genau, da also gab es diese so Probleme, da hinzukommen. Dass sie überhaupt hingekommen sind und das war also spannend in jeder Beziehung. Ja, natürlich. Ja. Wissen Sie da was, wird das weitergeführt oder nächstes Jahr? Wir haben vor, im nächsten Jahr, also es sind ja Altersgrenzen und ich glaube, die passen noch so in die nächste, in diese Gruppe hinein und die wollen das weiterführen. Also es gab ja auch noch mehr Wettbewerbe im Laufe des Schuljahres. Wir hatten Vorlesewettbewerb, Mathematikwettbewerb, dann auch Jugend trainiert für Olympia Handball, dann auch Jugendforscht. Ich glaube, da waren Sie auch beteiligt. Richtig. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Ja gut, also da habe ich gerade hier unsere Kamerafrau, die Laura und die Vanessa waren da mit mir in Frankenthal und haben da diesen Regionalausscheidungswettbewerb mal verfolgt auf Bitten von der Frau Dr. Tiltak. Und ich muss sagen, das war für mich auch eine ganz neue Welt, bisschen, die ich da kennengelernt habe. Es war sehr interessant. Leider aber unsere Schule nicht vertreten. Das sollte sich vielleicht ändern, dass wir da also auch in dem Bereich etwas mehr tun. Aber es war eine ganz interessante Sache. Kann ich mir vorstellen. Und wie sehen Sie das als Lehrer? Denken Sie, Wettbewerbe sollte man fördern? Ich sehe das als Lehrer und ich glaube auch von der Schülerwarte, also so alt bin ich das auch wieder nicht, dass ich weiß, also Wettbewerbe sind das Salz in der Suppe manchmal in der Schule. An sowas erinnert man sich gerne. Und jeder Schüler ist stolz, wenn er da einen Wimpel oder eine Urkunde nach Hause tragen stimmt, kann. Ja. Jetzt nochmal zum nächsten Thema, das Schulfest. Da wird ja auch nochmal das Schulmotto wurde da aufgegriffen.
Ja. Waren Sie da beteiligt? Oder? Ja, ich war auch beteiligt, wiederum als Klassenleiter. Wir haben also so ein Fußballturnier ausgetragen. Wiederum die Hitze hat damals mächtig, Hitze und Schwüle hat damals, also, ja. Aber die Kleinen, das waren ja oft 5., 6. Klassen, haben da wacker da mitgemacht. Ja, ansonsten ist es dumme halt, man kann nicht alles miterleben halt, wenn man nur an einer Stelle so ein bisschen ja, verantwortlich ist. Das habe ich auch mitbekommen, ja. Und vielleicht, was ist deine persönlichen Eindrücke gewesen? Ja, also wir haben da mit der Klasse so, so Smoothie, nee, was haben wir gemacht? So Drinks verkauft, also ja, so ja, Cocktails. Ja. Und man ist dann mal durchgelaufen durch die Schule, um sich auch andere Projekte anzugucken. Es gab ja auch viele, die was Richtung BASF gemacht haben. Aber hast du auch was mitgespielt noch oder bei einem Konzert? Bei das war ja auch die Musikgruppe. Nee, da habe ich nicht mitgemacht. Nee. Gut, ja, also ich bedanke mich übrigens, du hast ja Filme angekündigt, ich glaube, da kommt ja auch noch ein Film. Genau, der kommt Felix Wedler und beim Daniel Haufe, die da als Kameraleute unterwegs waren. Genau, sie haben ja jetzt gerade gesagt, ja, der Film kommt jetzt auch noch. Zum diesjährigen Schulfest. Da bin ich, ich bin Mia. Ich bin der Typ von Mädchen, die ihr Gesicht versteckt, es ängstlich der Welt zu sagen, was ich sagen will. Aber ich habe diesen Traum in mir. Es ist Zeit, ihn dir zu zeigen. Durch mein Klatschen füllt sich die Kaffeetasse, bevor ich sie per Knopfdruck zu mir runterlasse. Mit feinstem Kaffee aus gerösteten Bohnen. So ein Knopfdruck muss sich ja schließlich lohnen. Freundschaft ist sehr innig. Freundschaft ist ja auch feinsinnig. Freundschaft ist ein Kamerad. Freundschaft ist ein langer Fahrt. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Laubscher. Vielleicht wollen Sie noch mit 3 Worten aus Ihrer Perspektive das letzte Schuljahr zusammenfassen. Gut, ich glaube, das ist eine Art Übergangsschuljahr. Wir sind froh, dass wir jetzt eine neue Leitung haben und die wird ja noch in dieser Sendung zu Wort kommen. Genau, und ich denke, die Schule kann sich darauf freuen, dass wir jetzt wirklich mit einer Mannschaft, die sich hier auskennt, das nächste Jahr und die nächsten Jahre bestreiten werden. Ja, so sehe ich das auch. Dann vielen Dank und ich gebe jetzt ab an Leonie. Danke, Jana. Jetzt bei uns Frau Pelkhofer. Frau Pelkhofer, Sie unterrichten ja schon seit einem Jahr in unserer Schule. Welche Fächer unterrichten Sie? Ich habe Biologie und Sport. Und es gibt ja auch viele Lehrer, die eins von beiden lieber unterrichten, bei Ihnen auch? Kann man so nicht sagen, nee. Sport ist etwas anstrengender zu unterrichten, dafür in der Vorbereitung nicht so intensiv. Also die gute Mischung macht es eigentlich, finde ich. Was inspirierte Sie, Lehrerin zu werden? Eigentlich auch der Sport. Ich habe mir gedacht, wenn ich studiere und den ganzen Tag lernen muss, dann kommt mir der Sport ein bisschen zu kurz. Dann studiere ich doch gleich Sport und Biologie hat mir schon immer Spaß gemacht. Und dann stand auch das Lehramt direkt dahinter. Unterrichteten Sie auch schon an anderen Schulen? Ja, ich habe in Münster studiert. Ich komme eigentlich aus Nordrhein-Westfalen. Und von da aus bin ich nach dem Referendardienst noch in Gronau gewesen. Das war an der holländischen Grenze. An der Schule war Udo Lindenberg früher selber Schüler, aber lange vor meiner Zeit. Und dann kam ich in die Pfalz und war vorher am Goethe-Gymnasium in Germersheim. Und umzugstechnisch bin ich dann hier in die Nähe gezogen und seit letztem Jahr hier am Humboldt. Haben Sie dann auch so irgendwelche Hobbys so in Ihrer Freizeit? Ich tanze. Ich habe lange Ballett gemacht, 27 Jahre lang. Und nach Schwangerschaft und Geburt meiner Tochter wollte ich damit nicht mehr anfangen, weil es ja nur frustriert, finde ich, wenn man lange Pause gemacht hat und dann nicht mehr so gut ist. Und habe dann Lateintanzen angefangen. Ich mache das seit 2 Jahren. Okay. Und Sie haben auch eine AG, oder? Ja, ich habe eine AG organisiert, die Tanz-AG. Das ist eine Kooperation mit dem Tanzzentrum hier in Ludwigshafen. Von dort aus wird das auch durchgeführt und das läuft ganz gut an jetzt. Da geht es aber auch um Standard- und lateinamerikanische Tänze. Wer kann da alles mitmachen? Das ist für die Schüler von der Klasse 8 bis 13. Egal, ob man jetzt schon einen Tanzkurs gemacht hat oder noch nicht gemacht hat, das ist sehr offen gehalten und alle können da teilnehmen. Das ist donnerstags abends um 17 Uhr, glaube ich.
dann ist es nicht ganz so verschult, als wenn das direkt nach dem Unterricht stattfinden würde. Und es ist auch offen für Schüler anderer Schulen. Also man kann auch Freunde und Freundinnen mitbringen. Gab es auch irgendwelche Erlebnisse, so, die Sie an unserer Schule jetzt so inspiriert haben? Och, es gibt eigentlich viele Situationen, wo man auch mal lacht im Unterricht. Aber so ganz spezielle kann ich noch gar nicht rausgreifen. Aber es ist eigentlich oft lustig, muss ich wirklich sagen. Kann man sagen, dass unsere Schule sich jetzt in irgendetwas ganz besonders unterscheidet von den Schulen, an denen Sie vorher waren? So? Ja, ich finde dadurch, dass sie sehr klein ist und sehr übersichtlich, finde ich, dass Schüler und Lehrer ein sehr persönliches Verhältnis haben. Das ist mir schon am Anfang aufgefallen. Das finde ich eigentlich auch sehr schön. Man kennt viel mehr Schüler, als es bei den großen Schulen der Fall ist. Und sonst sind Sie mit zufrieden mit unserer Schule? Sehr. Ja, gefällt mir gut. Ich habe ganz nette Klassen und ich bin sehr gerne hier, muss man wirklich sagen. Gibt es auch sonst im Sportunterricht zum Beispiel irgendwelche Sportarten, die Sie ganz besonders gerne unterrichten? Oh, Volleyball unterrichte ich eigentlich ganz gerne. Ist zwar jetzt nicht unbedingt ein spezielles Hobby von mir, aber das finde ich immer sehr klar und sehr strukturiert zu unterrichten. Und das machen eigentlich auch die Schüler ganz gerne mit, zumindest in den oberen Klassen. Bei den Kleinen ist es noch schwierig, aber da macht man erstmal mit hinführenden Spielchen die ersten Einheiten. Und so in die Kollegschaft haben Sie sich ja jetzt auch sehr schnell eingearbeitet. Ja, Kollegen sind sehr nett und sehr hilfsbereit. Also die nehmen wirklich jeden Kollegen, der neu kommt, gut auf. Und da fühlt man sich sehr wohl. Das Lehrerzimmer könnte ein bisschen schöner sein. Da kann man noch ein bisschen nachbessern. Aber es tut sich ja jetzt einiges im Schulhaus auch. Ja. Und sonst haben Sie vielleicht irgendwas, dass Sie so sagen, ja, das würde ich vielleicht in unserer Schule gerne noch verbessern? Wäre der Bereich Tanz, aber den haben wir ja jetzt, den sind wir jetzt angegangen. Ich habe ja auch im Theaterstück letztes Jahr ein Tänzchen dafür gemacht, für das Theaterstück. Also, dass man das noch ein bisschen mehr unterbringen kann. Das ist das, was ich so ein bisschen jetzt auch angehen möchte. Ja, das okay. Da zu etablieren. Dann vielen Dank und ich gebe weiter an Daniela. Vielen Dank, Leonie. Nun geht es weiter mit einem Beitrag von der Streitschlichter AG. Heute zu Gast bei mir im Studio sind Frau Gallhuber und Schema und Brenda aus der MSS 13. Frau Gallhuber, Sie leiten mit der Frau Ulrich die AG. Seit wann besteht denn diese? Die Streitschlichter AG besteht hier bei uns am Gymnasium seit 2006. Im Jahr 2005 gab es eine Ausbildung für Lehrer und Schüler zum Streitschlichter und daraufhin haben die Frau Rehmer und der Herr Ebermann die Streitschlichtung hier eingeführt. Und Sie haben die dann übernommen? Wir haben die dann übernommen, also die Frau Ulrich und ich, 2008. Und wer kann da teilnehmen an der AG? Als Streitschlichter? Ja. Als Streitschlichter können sich ausbilden lassen, hauptsächlich die Schüler und Schülerinnen der 10. Klassen. Wir nehmen manchmal auch noch die 9. Klassen dazu. Das hat sich bewährt in der letzten Zeit. Wir werden keinen Schüler und keine Schülerin, die jetzt unbedingt meint, sie möchte auch gern Streitschlichtung machen, wegschicken. Aber die 10. Klassen in der Hauptsache. Und ihr kamt dann auch in der 10. Klasse zur Streitschlichtung? Genau. Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? Also unsere erste Begegnung war erstmal in der 5. Klasse. Damals kamen die damaligen Schüler und haben sich sozusagen vorgestellt und gesagt, was man in der Streitschlichtung so macht. Und in der 10. Klasse ist dann die Frau Gallhuber zu uns gekommen und hat gefragt, ob wir gerne mitmachen möchten. Und Brenda, warum wolltest du Streitschlichterin werden? Ja, bei mir ist es so, ich war in der Grundschule schon Streitschlichterin. Und als ich erfahren habe, dass das hier an der Schule auch angeboten wird, fand ich das ziemlich cool und habe mich gleich für die AG eingeschrieben. Außerdem bin ich auch ein Mensch, der gerne, wenn es Konflikte gibt, dass ich da gerne einschreite oder wenn es da Missverständnisse gibt, dass da jemand da ist, der das klärt. Und da dachte ich mir, machst du da mit? Sehr gut. Und aus wie vielen Leuten besteht die AG im Moment? Im Moment haben wir 14 Streitschlichterinnen und Streitschlichter. Ja. Und das ist auch so die Höchstzahl an Schülern, die sich da als Mediatoren melden und auch einsetzen lassen. Und ihr hattet dann eine spezielle Ausbildung zur Streitschlichterin? In der 10. Klasse war das. Ja, in der 10. Klasse. Und wie ist das abgelaufen? Ja, also das haben wir halt ganz viel Theorie gemacht. Wie läuft eine Streitschlichtung ab? Wie füllt man ein Formular aus? Wir haben dann die Theorie sozusagen in der Praxis umgesetzt. Wir hatten dann Streitbeispiele,
Das durften wir dann auch nachspielen, hat dann auch genau. sehr Spaß gemacht. Also es kam ein ausgebildeter Mediator zu uns an die mhm. Schule, der dann einen ganzen Tag lang mit uns Techniken ausprobiert hat und uns Techniken beigebracht hat, wie man Streitgespräche führt, wie man auf die Emotionen der aufgewühlten, streitenden Parteien, wie man auf die zugeht. Und ja, so wie die Schema schon gesagt hat, in Rollenspielen haben wir das dann geprobt quasi. Genau. Genau. Und jetzt mal ganz konkret für die Zuschauer, wie schlichtet man denn einen Streit? Ja, also es gibt ja halt zwei Kontrahenten, die sich dann streiten. Die suchen uns dann auf oder über Empfehlung von Lehrern können sie uns finden. Alles ist halt natürlich freiwillig. Dann erzählen wir erstmal von unserer Sicht aus, wie die Streitschlichtung abläuft. Erklären die Gesprächsregeln, genau. Also sprich, wir lassen einander ausreden, wir werden nicht laut oder handgreiflich. Diese Regeln erklären wir denen am Anfang. Dann lassen wir beide Kontrahenten ihre Version der Geschichte genau. erzählen und bleiben unparteiisch, sprechen auch gar nicht rein. Also lassen die wirklich erstmal die Seele aus dem Leib reden. Und dann helfen wir denen quasi, einen Weg zu finden, wie sie auf einen Kompromiss kommen können oder wie sie ja, auf eine gemeinsame Lösung kommen können, mit denen beiden dann zufrieden sind am Ende. Ja, um dann auch zu überprüfen, ob alles okay ist, machen wir dann oft auch einen zweiten Termin. Ja. Und gucken dann, ob alles gut geklappt hat. Und an welche Schüler genau, also an welche Klassenstufen richtet sich die AG? Die AG richtet sich hauptsächlich an die Schüler der 5. und 6. Klassen mhm. und auch der 7. Klassen. Und von denen wird es dann oft wahrgenommen oder... Wie viele Streits musstet ihr schon schlichten? Also wir sind jetzt seit 3 Jahren Streitschlichter mhm. und hatten in den Jahren leider nur ungefähr 3 bis 4 genau. Streitereien gehabt, die wir mhm. schlichten konnten, weil zu wenige Leute auf uns zukommen. Also da ist noch nicht irgendwie so die Information da oder der Andrang bei ja. den Leuten da. Die AG verliert immer mehr an Bedeutung sozusagen. Ja, und ich denke, mit diesem Beitrag wollt ihr auch auf euch aufmerksam machen, genau. auf die AG. Ja, richtig. Ja. Also wir wollen werben auch für die mhm. Staatsschlichter AG, weil eben das in den letzten Jahren nicht mehr so angenommen wird, wie es am Anfang war. Und wir haben uns auch letzte Woche schon mal getroffen und so ein bisschen vorüberlegt, was wir alles machen können. Ja. Also mit gemeinsamen Kräften, dass wir da weiterkommen und ja. dass wieder die Staatsschlichter so eine Renaissance ein bisschen erlebt an ja. unserer Schule. Das würde ich mir auch wünschen. Ja. Und ich freue mich drauf auf die Arbeit mit den alten Streitschlichtern und dann mit den neuen Streitschlichtern, die bei dem letzten ja. Treffen auch schon da waren. Und das wird bestimmt ganz toll. Also die AG soll auf jeden Fall bestehen bleiben. Ja, auf genau. jeden Fall, denn genau. ich denke, das ist eine wichtige Einrichtung ja. für die Schule, sowohl für die Streitschlichter auch als für die Kontrahenten, die dann kommen. Gut, dann danke ich Ihnen oder euch an diesem Punkt fürs Kommen. Und nun geht es weiter mit den Nachrichten. Hier sind wir mit einem Blick zurück. Swinging Humboldt. Am 15. Juli fand unser Sommerkonzert im Bürgerhaus statt. Das Thema Mixtape, anlässlich des Mottos 150 Jahre BASF, wurde mit Stücken wie Also sprach Zarathustra, erfolgreich vom Orchester, der Big Band, den Bläserklassen, dem Chor sowie dem Unterstufenchor vorgestellt. Und die Moderatorin Daniela Zippera und Darius Sobolewski überzeugten das zahlreich erschienene Publikum mit ihrem Humor. Sport, Spiele, Spannung. Am 6. Juli fand unser Sport- und Spielfest statt. Durch das Absolvieren verschiedener Sportarten in den Klassen 5 bis 8, wie Torwandschießen und Klobürstenlauf, wurden Jahrgangssieger ermittelt. Die Jahrgänge 9 bis 11 widmeten sich verschiedenen Sportarten wie Krebsfußball, Rugby und Basketball. In den Pausen gab es die Gelegenheit, sich mit Verpflegung der MSS 12 einzudecken. Aufgrund der Hitze war um 12 Uhr Schluss. Der Beruf ruft. Am 15. Juli besuchten einige Schüler und Schülerinnen des damaligen 12er Jahrgangs die Berufs- und Studienmesse Vocatium in Mannheim. Sie hatten die Möglichkeit, Fragen direkt an Vertreter von Unis und Betrieben zu stellen oder ihre Bewerbungen abzugeben. Herr Völpel geht. Am 22. Juli fand die Verabschiedung unseres Direktors, Herr Völpel, statt.
mit musikalischen Beiträgen und einigen humorvollen und berührenden Reden sowie einem mit viel Liebe von seiner Frau zubereiteten Buffet wurde Herr Völpe gebührend gefeiert. Wir danken ihm für seinen aufopfernden Dienst als Chef des WHG und wünschen ihm viel Erfolg und Gesundheit in seinem weiteren Leben. Viel Theater am WHG. Die kleine Theater AG der Klassen 5 bis 7 führten am 20. und 21. Juli das Theaterstück »Nur echte Helden werden Lehrer« in der Aula auf. Das von der Theater AG eigenproduzierte Stück »Liebesspiele« wurde im Juni und Juli mit großem Erfolg aufgeführt. Die Theater AG beteiligt sich wieder an der Schultheaterwoche der Stadt Ludwigshafen und bildet mit dem Stück »Liebesspiele« den krönenden Abschluss von insgesamt 11 Schultheaterproduktionen. In die Sonne und Segel Ahoi! Vom 19. bis 24. Juli ging es für die damaligen Zwölfer mit einigen Lehrern auf die Abschlussfahrt. Zur Auswahl standen Segeln in Holland am Eisenmeer, bekleidet von den Lehrern Lau, Seitz, Schmor, Schneider, Lindenberg und Spieß und in die Toskana mit Frau Tiltag und Herr Hahn. In beiden Fällen kehrten Schüler und Lehrer begeistert von ihren Expeditionen zurück. Festliches am WHG. Am 17. Juli fand unser Schulfest statt. Dank vieler sportlicher sowie musikalischer Beiträge war für Spiel und Spaß gesorgt. Zum Beispiel sorgten die Vorführungen der Turner und der Tanz der Klasse 5C für Begeisterung. Auch dank vieler Freiwilliger kam das leibliche Wohl nicht zu kurz. Kulturelle Vielfalt. Der 11. Jahrgang nahm am Jugendfest der Kulturen teil und befasste sich mit dem Thema Aus- und Einwanderung. Dabei ging es hauptsächlich um das Bundesland Rheinland-Pfalz. Es wurden verschiedene Themenstationen aufgebaut und man konnte bei einem nachgespielten Theaterstück hautnah miterleben, wie sich die Auswanderer fühlten. Zum Abschluss gab es noch ein Bühnenprogramm im Fritz-Walter-Stadion mit einem Gastauftritt von MC Fitti. Sichere Straßen. Auf unseren Straßen geschehen immer wieder viele Unfälle. Um dem entgegenzuwirken und die Verkehrssicherheit zu erhöhen, veranstaltete das WHG für die 5. und 6. Klassen Mitte Juni ein Fahrradturnier. Die Teilnahme der Schüler war Pflicht. Mit Unterstützung der Polizei Oppau wurde ein anspruchsvoller Fahrradparcours aufgebaut und eine Kontrolle der Fahrräder auf Verkehrssicherheit durchgeführt. Das war's mit dem Blick zurück. Später geht's weiter mit dem Blick nach vorne. Ich gebe weiter an Daniela. Danke, Rebecca. Nun haben wir zwei neue Gäste bei uns im Studio, Frau Pellkofer und Kevin Krämer. Jetzt dreht sich alles rund um das Thema Theater und zuerst möchten wir Ihnen ein Video zeigen, das Einblicke hinter die Kulissen der Theater AG gibt. Auch dieses Jahr bereitete die Theater AG des WHGs ein vielversprechendes Theaterstück vor. Alles sollte sich um das Thema Liebe drehen. Aus mehreren Stücken, berühmten Liebesszenen und Gedichten studierten die Schüler und Schülerinnen eine vielseitige, romantische wie auch traurige Bühnenaufführung ein. Mit solch einer Aufführung sind natürlich Aufgaben, verschiedenste Problemchen und auch Stress vorprogrammiert. Die Vorbereitungsphase kurz vor den großen Aufführungen bietet daher eine gute Chance, um letzte Fragen zu klären. Natürlich geht dabei der Spaß nicht verloren. Humorvolle und lustige Background-Szenen sind bei der Theater AG an jeder Ecke zu finden. Also, Darius, du kennst dich ja sehr gut mit der Technik aus. Erzähl uns doch mal, was nicht funktioniert. Das Licht, das geht nicht. Ich sag's euch doch. Ich hab alles probiert, es funktioniert nicht. Leute, jetzt geht's. Jetzt zu euch, Janina und Leon. Ihr seid ja dabei bei dem Liebesspiele, bei dem Stück der Theater AG. Erzählt doch erstmal, um was es da so gut geht. Das ist ein Zusammenschnitt von verschiedenen Gedichten und Szenen. Und alle sind miteinander verbunden durch den Amor. Amor versucht sich gerade im Pärchen zusammenzubringen. Und es klappt nicht immer ganz so, wie er will. Was für Szenen sind das so zum Beispiel? Also generell geht es halt darum, verschiedene Facetten der Liebe zu zeigen. Zum Beispiel jetzt im Thema Romeo und Julia, so Liebe auf den ersten Blick. Dann gibt es auch zum Beispiel ein Gedicht, in dem die Liebe erloschen ist, die sachliche Romanze, wo dann ein schon mehrere Jahre zusammenes Paar merkt, dass es vorbei ist, dass sie nichts mehr füreinander empfinden und
dass sie halt irgendwie versuchen, damit umzugehen. Okay, also immer so verschiedene Facetten. Genau. Also liebe Julia, was machen wir denn jetzt genau? Zunächst einmal machen wir Werbung in den Klassen, in allen Klassenstufen. Wir teilen uns dafür immer in Vierergruppen auf und bewerben unser Stück, indem wir einfach sagen, worum es geht und wann es stattfindet. Okay. Wenn ihr wissen wollt, was es mit ihm, seiner Maske, Romeo und Julia auf sich hat, dann kommt einfach am Donnerstag und am Freitag um 19:30 Uhr in die Aula und schaut uns zu bei unserem Liebesspiel. Auch die Funduskammer birgt so manche Überraschungen. Über die Jahre hinweg hat sich einiges an Kostümen, Requisiten und Dekoartikeln angesammelt. In dem kleinen Durcheinander findet die Theater AG so ziemlich alles, was für noch authentischere Inszenierung gebraucht wird. Wie zu erhoffen war die Aula an beiden Vorstellungsterminen mit interessierten Mitschülern, Bekannten und Freunden der jungen Schauspieler sowie mit sonstigen Interessenten gefüllt. Letztendlich waren die Liebesspiele ein großer Erfolg. Wer nun neugierig geworden ist, hat am Freitag, den 9. Oktober, die Chance, die Sonderaufführung des neuen Stückes Die Anstalt live mitzuerleben. Hierbei werden Horrorszenarien dargestellt, die die Schauspieler eigens inszeniert haben. Nun zurück ins Studio. Ich darf nochmal Frau Pellkofer und Kevin Krämer bei uns begrüßen. Wer leitet die Theater AG? Das machen Frau Kute und Herr Jacquier. Ich habe eigentlich letztes Jahr nur ausgeholfen und den Tanz dafür gemacht, für eine bestimmte Szene aus dem Stück. Also Sie machen die Choreografie? Mhm, genau. Und wie geht man da vor? Bei dem letzten Stück war es so, dass die Choreografie eingebunden wurde in den Inhalt auch dieser Szene. Und dann habe ich erst mal angeschaut, was passiert vorher und hinterher. Und wie kann ich den Dialog zwischen Romeo und Julia, das war das Stück, um das es da ging, wie kann ich das aufteilen und in den Tänzen dann ein bisschen einteilen. Und dann musste ich gucken, wie kann ich den Tanz so gestalten, dass Romeo und Julia sich zu bestimmten Zeitpunkten treffen und ihre Dialoge sprechen können. Und eigentlich durften sie ja nicht offiziell zusammenkommen. Julia war ja schon dem Paares versprochen. Und da musste man ein bisschen gucken, wie man das alles so gestaltet. Mhm. Und von da aus muss man dann schauen, dass man die Bühne gut in Beschlag nimmt und dass man die ganze Bühne ausnutzt. Sehr groß war sie ja nicht. Aber dass es ein bisschen abwechslungsreich aussieht. Ja. Und weil das Ganze ein Hoftanz war und an dem Thema Romeo und Julia angelehnt war, haben sich die Schritte auch sehr in Grenzen gehalten. Ja, also keine leichte Aufgabe, aber Sie haben ja Erfahrung durch das Balletttanzen. Ja, das stimmt. Wie viele Mitglieder hat die AG eigentlich? Momentan hat die AG 15, 16 Mitglieder. Also für das aktuelle Stück helfen noch zwei aus. Und ein Dritter, der zieht gerade um, also kann leider nicht aushelfen, aber ich denke, auch im Stück Ende dieses Jahres werden die drei, die sind sehr ambitioniert und wollen sehr gern helfen, dass sie da auch zu sehen werden sein. Mhm. Ja. Also Sie haben ja eben gemeint, das letzte Stück war Romeo und Julia. Eine Szene aus dem Stück Liebesspiele war Romeo und Julia. Ist da alles nach Plan gelaufen bei dem großen Auftritt? Ich würde sagen, ja, soweit ich das von außen beurteilen kann. Interessant fand ich habe ja jetzt das erste Mal das Theater mitgemacht, dass vieles auch noch etwas improvisiert war und gerade auch Positionen auf der Bühne sich immer wieder geändert haben. Aber es hat der Gesamtszene jeweils keinen Abbruch getan. Nur wenn man Insider ist, merkt man eigentlich, ob alles ganz genauso läuft, wie es soll oder nicht. Aber ich glaube, grobe Schnitzer sind keinem aufgefallen. Aber vielleicht habt ihr als Akteure das anders gesehen. Ja gut, also wir empfanden, dass die Aufführungen sehr gut immer liefen. Mhm. Wobei manche hatten halt schwerere Rollen. Die mussten dann sich auf der Bühne umziehen und dann sofort in eine komplett andere Rolle. Es war dann für die durchaus schwerer. Aber es waren immer nur minimale Fehler, die auch im Stück nicht aufgefallen sind und die auch dank der Klasse unserer Schauspieler wunderbar weggespielt wurden. Also es war ein sehr schönes Stück und es verlief alles nach Plan, ja. Ganz kurz, was war deine Rolle? Na gut, also war ich ein Georg, der ein Date hat bei seiner Tante und seiner Großmutter, das allerdings nicht ganz so nach Plan verlief und am Ende des Dates ihn aufs Übelste beschimpft hat und er sie aus der Wohnung gefleht hat. Also er hat sie ganz unterwürfig rausgebeten und dann war ich noch ein Pferd. Ja. Cool. Das war die lustigste Rolle. Das nächste Stück steht auch schon an. Es heißt Die Anstalt und wird
aufgeführt am 8. und 9. Oktober. Mhm. Wie laufen die Vorbereitungen? Ja, also wir sind gerade mitten in den Vorbereitungen. Wir haben schon etwas Druck. Wir haben jetzt eineinhalb, zwei Monate, wenn es hochkommt, um das Stück aufzustellen und das überhaupt bühnenfertig zu machen. Vorher haben wir immer ein ganzes Jahr gebraucht. Also, naja, aber wir schaffen es. Es läuft ziemlich gut. Jeder hat seine Rolle. Jeder kommt sehr gut zurecht mit seiner Rolle. Es ist jetzt auch nicht das ewig lange Stück. Es ist ein Erlebnisstück. Es ist 360 Grad Horror, kann man sagen. Also es ist ganz lustig und es ist wirklich auch also gruselig. Das sagen wir jetzt nicht so, sondern also wir haben auch schon Angst bekommen. Also. Bist du schon aufgeregt? Eigentlich nicht so. Das ist jetzt meine zweite Aufführung jetzt als Mitglied der Theater AG, aber ich habe auch so schon irgendwie immer so kleine Stücke gemacht und es ist jetzt keine große Rolle, die ich habe, also aufgeregt jetzt nicht. Und mal eine allgemeine Frage, wer schreibt das Drehbuch? In diesem Fall hat es ein Schüler geschrieben, Darius Sobolewski. Und ja. Ich glaube, er hat auch jedem Schauspieler seine Rolle auf den Leib geschrieben. Man darf gespannt sein. Ja, und wie wurden dann die Rollen verteilt? Ja, also erstmal, wir haben bei dem Stück, das jetzt aufgeführt wird, alle mitgewirkt. Und deshalb konnten wir uns aktiv in die Rollenverteilung mit einbeziehen. Und ja, das hat dann schon ein bisschen was abgenommen, weil sonst mussten wir praktisch um die Rollen sprechen. Und uns wurden 3-4 Rollen vorgegeben, so ungefähr. Jetzt spricht man einen Dialog von denen. Und dann wurde halt geguckt, was am besten ins Stück passt zu uns. Und es war halt immer schön, wenn man eine lustige Rolle hatte, aber man durfte mit einer ernsten Rolle und sowas konnte man dann halt neue Bereiche von seinem schauspielerischen Können offenlegen. Also es wird dann auch schon geguckt, dass die Schauspieler an sich besser werden und souveräner. Also eine sehr weite Rollenverteilung, ja. Also Frau Pellkofer, Sie werden bestimmt auch dabei sein. Gut, dann von hier aus möchten wir gerne alle Zuschauer einladen, am 8. und 9. Oktober dabei zu sein. Ich bedanke mich für das Interview. Das war sehr schön. Interessant. Und nun gebe ich ab an Jana. Ich darf jetzt zwei besondere Gäste hier bei uns im Studio begrüßen, nämlich zwei ehemalige unserer Schule. Einmal Dennis Lips und Robert Nitschmann. Schön, dass ihr heute hier seid und dass ihr den Weg gefunden habt. Robert, wie lange ist es schon bei dir her, dass du hier in der Schule warst zuletzt? Ja, Abi habe ich gemacht 1992. Aha. Zwischendrin war ich ab und zu mal wieder kurz hier und mal vorbeigucken. Aus verschiedenen Gründen, aber ja, 1992 Abi. Wie war es bei dir, Dennis? Ich habe 2007 Abitur gemacht, war jetzt aber gerade, ich glaube, letzten Monat war ich hier, weil ich mal den Herrn Laubscher getroffen habe und über mögliche Ideen mit ihm philosophiert habe. Aha, interessant. Vielleicht kannst du mal anfangen, Robert. Wie war das bei dir nach dem Abi? Wie ging es bei dir weiter? Ja, damals gab es ja noch den Zivildienst oder die Bundeswehr, also 15 Monate Unfallklinik in Ludwigshafen. Ja, da muss man halt durch. Tut auch nicht weh, war interessant. Und dann ging es weiter mit dem Physikstudium in Kaiserslautern. Nach dem Vordiplom ganz, ganz kurz nach Heidelberg, aber dann weiter in die USA für ein Jahr, anderthalb Jahre. Oh, ja. Dann zurück nach Heidelberg, dort Diplom gemacht in Physik. Dort auch promoviert in Physik bzw. Medizintechnik. Dann gab es eine kurze Exkursion in die Unternehmensberatung, wo ich sozusagen das betriebswirtschaftliche Handwerk Learning by Doing gelernt habe und parallel dann dazu schon so langsam mein eigenes Unternehmen aufgebaut, das damals noch auf Sparflamme kochte und dann nach einer gewissen Zeit dann bin ich aus der Unternehmensberatung ausgestiegen und dann habe ich mich auf mein eigenes Unternehmen volle Kanne gestürzt und das aufgebaut. Also schon viel erlebt. Ja, ist auch eine ganze Zeit lang her. Genau. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Bei dir, Dennis, wie war es bei dir? Ich habe also nach 2007, nach dem Abitur, habe ich mich entschieden, im September gleich in Mannheim anzufangen, um Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Habe das dann für 3 Jahre in Mannheim und in Shanghai gemacht. Und nach dem Studium, dann nach dem Bachelorstudium, habe ich mich entschlossen, gleich den Master für ein Jahr noch dran zu hängen und bin dann von dort direkt in die Promotion auch gegangen, auch in Betriebswirtschaftslehre in Stanford und in Mannheim und habe jetzt gerade abgegeben. Also das heißt,
muss noch verteidigen, aber... das wird. Ja, die Arbeit ist getan, sagen wir mal so, ja. Du hast ja auch schon deine eigene Firma gegründet, glaube ich. Wie ist es denn so, also wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe da ja ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie sowas läuft. Ist da ja jemand, der sich in sein stilles Kämmerlein setzt und dann sich irgendwie eine Idee überlegt und dann wird es irgendwie umgesetzt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich würde sagen, dass es dafür mehrere Ansätze gibt. Es gibt mit Sicherheit denjenigen, der sich ins stille Kämmerlein setzt. Es gibt jemanden, wie es zum Beispiel bei mir war, dass ein Freund zu mir kommt und sagt, ich habe hier ein Problem. Und dann ist es bei mir so, wenn dann jemand mit einem Problem zu mir herkommt, dass ich dann für 3 Tage nicht mehr schlafen kann und die Nächte durcharbeite und versuche, das Problem zu lösen. Und wenn man merkt, das Problem haben noch andere und dafür gibt es einen Markt und dass die Idee vielleicht ein bisschen größer ist und dass man dann sagt, man fängt dann damit an und versucht es zu professionalisieren. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja auch erst kurz praktisch aus der Schule und auch kurz aus dem Studium. Und man lernt da, genauso wie es der Robert eben gesagt hat, wenn man das praktisch macht, sehr, sehr viel da kennen. Und das finde ich eigentlich das Schönste daran. Mhm. Okay, also eher so ein langwieriger Prozess mit diesen Unternehmensgründen, sage ich mal. Ja, also wie gesagt, indem dass es eigentlich keinen gibt, der einen da wirklich drauf vorbereiten kann, so wie dass man jetzt sagt, man lernt hier Multiplikation oder sowas. Es ist einfach, dass man sich das selbst irgendwie zusammensucht und es gibt welche, die das schneller schaffen, es gibt welche, die dafür länger brauchen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen. Hört sich spannend an. Ist auch total spannend. Ja, genau, du hast ja Tag da auch eine schon. Neue Herausforderung und es ist auch des Öfteren ein Chakra, manchmal auch vielleicht. eine traurige Phase zwischendrin, wo man ein bisschen Durchhaltevermögen braucht. Aber es sind sehr viele Chakras auf dem Weg. Vielleicht kannst du uns ja Näheres über deine Firma erzählen. Okay, also die hat sich sozusagen entwickelt, um mich mal den Gedanken da aufzugreifen, hat sich entwickelt aus der Problemstellung, dass man im Hirn, im menschlichen Gehirn, den Flüssigkeitsdruck messen wollte. Mhm. Und daraus ergab sich die Notwendigkeit, einen sehr, sehr kleinen Drucksensor zu basteln. Das ging, das war also alles noch Teil der Diplomarbeit oder am Lehrstuhl, die Herausforderung, dann eben einen kleinen, integrierten, auf Chip-Basis, einen chipgroßen Drucksensor zu basteln. Und das war genau die Herausforderung, die Problemstellung, die da an mich herangetragen wurde. Und irgendwann haben wir uns überlegt, naja, also mit diesem Produktionsverfahren könnten sich auch andere Sensoren herstellen lassen. Und so wurde die Firma geboren. Also wir machen Geräte, Systeme, Maschinen, mit denen man Sensorchips herstellen kann. Also eher ein spezielles Gebiet. Sehr spezielles Gebiet, aber diese Sensorchips haben natürlich eine massenhafte Anwendung. In jedem Smartphone ist einer drin, in jedem ein bisschen besseren Auto, das so einen Reifendrucksensor hat, also piepst, wenn der Reifendruck abfällt. Es sind diese Sensoren drin in jedem denkbaren Auto. Heutzutage sind 8 bis 10 solcher mikrotechnischen Sensoren verbaut. Ein Smartphone ist ja bekanntlicherweise ein Riesenmarkt, also schon ein großer Markt. Ja. Mhm. Klingt speziell, ist aber schon massenhaft. Mhm. Also ist es auch eine große Firma, die du da leitest? Nö, groß ist es nicht, 15 Leute. Okay, aber ein großes Gebiet. Großes Anwendungsgebiet, ja. Um was geht es bei deiner Firma? Meine ist noch nicht so weit fortgeschritten, würde ich sagen, beziehungsweise bei mir waren es immer so, so verschiedene Ideen. Also ich kann einfach mal kurz zwei sagen. Es war zumal so, dass ein Freund zu mir gekommen ist und hat mich gefragt, warum man jetzt in Deutschland noch, wenn man in ein Parkhaus reinfahren will, auf den Knopf drückt und noch so ein Papierticket bekommen muss. Und bei mir war es dann so, dass ich mir einfach überlegt habe, stimmt eigentlich, das könnte man viel toller lösen. Und habe dann eine Schranke oder eine Mechanik an einer Schranke entwickelt, sodass man mit seinem Mobiltelefon, da kann ich auch wieder nur zustimmen, dass das ein sehr, sehr großer Markt ist, mit seinem Mobiltelefon an die Schranke praktisch fährt. Ein Sensor greift dann auf, ich stehe vor der Schranke, die Schranke öffnet sich, ich fahre rein und ich bezahle praktisch mit meinem Handy. Das heißt, ich muss nicht mehr irgendwo drücken, ich muss an keinem Kassenautomat mehr stehen und das ist praktisch so die Idee und da bin ich zusammen mit einem Kumpel dran. Eine andere Sache wäre zum Beispiel, dass ich in meiner Doktorarbeit über Facebook-Daten, ich glaube, das kennt ja auch jeder hier, geschrieben habe und konnte da Daten von verschiedenen Leuten auslesen. Und anhand dieser Daten konnte ich zum Beispiel für Mode Trends praktisch ablösen und konnte das dann mit dem Engelhorn in Mannheim so ein bisschen weiterverfolgen. Hört sich alles sehr interessant an, sehr zukunftsträchtig, denke ich mal. Ich meine, Computer, Handy, es läuft ja alles in die Richtung im Moment. Wie ist es denn so, sein eigener Chef zu sein?
Manchmal ist es sehr schön, weil man natürlich seine Entscheidung gegenüber niemandem rechtfertigen muss. Allerdings gibt es natürlich auch niemanden, der sagt, heute um 9 Uhr sind Sie aber mal hier. Sondern dass die Fähigkeit aufzustehen morgens, die muss man selber mitbringen. Das macht man manchmal gerne, aber manchmal denkt man auch nicht so gerne. Das ist das eine. Das andere heißt natürlich, dass man oft für Dinge verantwortlich zeichnet, für Mitarbeiter verantwortlich. Also ich kann mich daran erinnern, als die ersten Babys im Unternehmen da waren, also dass die ersten Mitarbeiter Kinder hatten, und dachte ich immer, jetzt habe ich eine ganz schöne Verantwortung hier für eine ganze kleine Familie. Da habe ich so ein bisschen schlecht geschlafen. Meistens ist es aber auch sehr motivierend. Man kann natürlich das tun und lassen, was man möchte. Hat Verantwortung gegenüber seinen Leuten, gegenüber dem Team, gegenüber dem Kunden. Aber ist halt sein eigener Herr. Das ist manchmal so sehr schön. Kann man sich vielleicht vorstellen. So als Schüler vielleicht, dass man eben niemandem mehr Rechenschaft schuldig ist. Das ist ganz angenehm, außer der Bank. Ja. Und wie... Ja, okay, das... Wie würdet ihr das jetzt sagen? Wie schafft man es, dass man... Ich meine, man kann schon sagen, ihr zwei habt eine erfolgreiche sozusagen Geschichte hinter euch, einen erfolgreichen beruflichen Weg, zumindest finde ich das. Wie schafft man das, Dennis? Wie kriegt man das hin? Was für Voraussetzungen muss man mitbringen? Wie läuft das? Also ich kann es von mir sagen und von denen, die ich so kennengelernt habe auf dem Weg. Und ich glaube, dass das A und O eigentlich ist, was ich bis jetzt gesehen habe, dass man wirklich Spaß daran haben muss, was man da macht. Also dass man für eine Sache brennt. Und wenn man morgens aufsteht und diese Sache im Kopf hat, dann ist es egal, was das für eine Sache ist oder so, da wird man dann irgendwann das weit treiben und praktisch dann auch gut drin sein. Es ist, glaube ich, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man dann morgens aufwacht und sagt, nee, auf das habe ich jetzt überhaupt keine Lust. Ja. Und dann wird es auch nichts, sondern man muss wirklich da voll und ganz hinten dran stehen. Natürlich gehört, um dann so erfolgreich zu werden, auch bestimmt immer ein bisschen Glück, dass man dann auch Leute hat, die einem das Netzwerk geben und so. Aber ich glaube, von Anfang an muss man wirklich das verfolgen, worauf man Lust hat. Ja. Und ob das dann in einer eigenen Firma endet oder in der Karriere in einer Firma, das muss jeder für sich selbst rausfinden. Okay. Sehr schönes Schlusswort, muss ich sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr hier wart oder hier seid. Ich meine, ihr kommt ja auch nicht gerade so von nebenan. Seid ihr hierher geflogen extra. Vielen Dank. Ich wünsche euch noch ganz viel Glück und Spaß auch dann in der Zukunft. Und vielleicht sieht man sich ja nochmal. Okay. Vielen Dank. Ich gebe jetzt ab an die Rebecca. Jetzt haben wir Frau Lindenberg und zwei ehemalige Schülerinnen des WHG, Robina und Katharina, zu Gast. In unserem Interview geht es heute um das Cambridge-Zertifikat. Herzlich willkommen. Frau Lindenberg, was genau versteht man unter dem Cambridge-Zertifikat? Das Cambridge-Zertifikat ist ein Sprachzertifikat. Sowas wie DELF für Französisch ist das quasi das Gleiche, nur für Englisch. Und das ist quasi so eine Bescheinigung dafür, dass man bestimmte Englischkenntnisse und dementsprechend auch sehr qualifizierte Englischkenntnisse hat. Sie leiten ja die AG an unserer Schule. Wer kann denn daran teilnehmen? Prinzipiell ist das offen für die Oberstufe, das heißt alle ab Jahrgangsstufe 11 bis 13. Es macht aber eigentlich mehr Sinn, wenn man, sagen wir mal, 11 oder in 12 schon kommt, weil man da schon eine Zeit lang darauf vorbereitet werden sollte. Und dann in 13 zu kommen, wäre vielleicht ein bisschen knapp. Sie haben ja schon gesagt, also ab 12 wäre es besser, aber gibt es noch irgendwelche Voraussetzungen, zum Beispiel Noten? Also ich sag mal so, es ist schon ein Zertifikat, was wirklich es in sich hat, sag ich mal. Also es ist ganz gut, wenn die Englischkenntnisse auf jeden Fall im guten Bereich sind. Dementsprechend ist es halt mal eine Förderung für wirklich gute Schüler auch. Und klar, man soll Lust an der Sprache haben, Interesse, vor allem, weil man auch im relativ kleinen Kreis arbeitet, dass man eben auch sich nicht zurückzieht, sondern eben auch gefordert wird. Ja. Robina, wie kamst du denn auf die Idee, an der AG teilzunehmen? Also es war so, sie hat sich vorgestellt bei der Frau Ludwig damals noch. Und dann kam es eben ins Rollen. Frau Lindenberg hat sich gemeldet, hat gesagt, das wird sie gern machen. Und dann, also dadurch, dass wir auch in der Schülervertretung sind, haben wir natürlich Wind davon bekommen und haben gesagt, das ist echt eine gute Idee, dass wir da hingehen, und waren echt auch von Anfang an mit dabei. Ja. Frau Lindenberg, wann und wo findet denn die AG statt? Ich versuche das normalerweise auf die Schülerbedürfnisse drauf einzugehen. Das heißt, wenn man eine Freistunde ist, wo alle Zeit haben, könnte man es da machen. Im Moment ist aber so, das war jetzt ganz normal im AG-Tag, also mittwochs in der 7. Stunde, wobei ich sagen muss, dass wir uns darauf geeinigt haben.
Wir sind im Moment zu fünft, dass wir direkt nach der sechsten Stunde anfangen, also um 13:45. Und dann geht es eine halbe Stunde bis 45 Minuten, weil eben einige auch noch im Orchester sind und das überschneidet sich ja. Wie lange gibt es die AG denn schon? Ja, so circa seit einem Jahr. Also genau, als ich gekommen bin, dann kurz darauf haben wir angefangen. Mhm. Katharina, wie lange geht denn die AG bis zum Abschluss mit Zertifikat? Also wir haben uns so ungefähr ein Dreivierteljahr darauf vorbereitet, sind in die AG gegangen und haben eben Übungen gemacht, sodass wir halt gut vorbereitet waren. Und dann waren so, wir haben Abitur gemacht im März, Anfang April und die Prüfung war dann Anfang Juni. Mhm. Ja, und das Zertifikat hatten wir dann 4 Wochen später. Okay. Robina, wie wird man denn auf die Prüfung vorbereitet? Also man kriegt halt gesagt vorher, dass verschiedene Bereiche abgefragt werden. Frau Lindenberg, wir haben ja immer, also sie hatte auch Materialien, die richtigen Materialien dazu. Wir haben viele Übungen gemacht, Lückentexte und Briefe geschrieben und alles. Und genau, in diesen 4 Teilen wurde man halt dann geprüft. Okay. Frau Lindenberg, was kann man denn mit einem Zertifikat erreichen? Prinzipiell ist es so, dass man, wenn man das Zertifikat hat, ist das so eine Eintrittskarte auch an englischsprachige Universitäten. Also dieses Zertifikat ist weltweit anerkannt, 130 Länder sind es in etwa. Und das Gute daran ist an diesem Cambridge-Zertifikat, das verfällt nicht. Mhm. Also das heißt, es gibt andere Zertifikate im englischsprachigen Bereich, jetzt TOEFL, ist von der Qualität her bestimmt ähnlich wie das Cambridge, aber das ist nur 2 Jahre gültig. Und das Cambridge, wie gesagt, verfällt nicht. Und auch immer mehr deutsche Universitäten verlangen auch ein Zertifikat über eben qualifizierte Englischsprachkenntnisse. Ja. Und von daher gesehen ist das halt eben dann auch ganz sinnvoll, wenn man sowas hat und nicht erst machen muss, ne, wenn man dann quasi in der Uni sich eingeschrieben hat. Und man ist ja nur, wenn man in die AG geht, heißt es nicht automatisch, dass man diese Prüfung jetzt ablegen muss, ja? Weil die ist ja auch mit Kosten verbunden, da kommen wir auch nochmal drauf. Mhm. Das heißt, man kann auch einfach nur teilnehmen, um seine Englischkenntnisse nochmal zu verbessern und vielleicht nochmal in die Tiefe zu gehen. Und vor allem auch mit Blick auf das Abitur 2017, da sind neue Sprachkenntnisse auch gefordert, neue Kompetenzen werden geprüft. Mhm. Also da geht es um Reading, Writing, Speaking vor allem auch, das ist neu. Und Listening auch. Und das übt man halt eben in der AG auch nochmal. Ja, und Sie haben das ja schon angesprochen, mit welchen Kosten sind zu rechnen? Das ist unterschiedlich. Also wenn man das im Sinne, also in der Schulgemeinschaft jetzt macht und sich darauf vorbereitet und Schüler ist, dann ist das immer günstiger. Also es ist schon ein Batzen, sag ich mal. Ja. Also es sind schon auch als Schüler dann 150 Euro. Okay, ja. Wenn man das aber quasi außerhalb der Schule macht, ist es nochmal 30 bis 40 Euro mehr. Mhm. Deswegen, es ist auch so, das ist halt eine sehr intensive Vorbereitung auch auf die Prüfung. Und ich gucke auch schon vorher und sage den Leuten, wenn ich das Gefühl habe, na, vielleicht ne, machst du vielleicht mal ein halbes Jahr länger. Weil, wie gesagt, das ist schon Geld, was man da rein investiert. Und deswegen üben wir ja dann auch. Katharina und Robina, welchen Nutzen hat denn das Zertifikat für euch? Also bei mir war es so, ich habe mich für duale Studienplätze beworben und zu der Zeit hatte ich das Zertifikat leider noch nicht. Aber ich habe schon mal in meine Bewerbung reingeschrieben, dass ich das Zertifikat dann bald habe und bin auch darauf angesprochen worden in Bewerbungsgesprächen und da ist es halt natürlich positiv aufgefallen. Ja, glaube ich. Eben, also in der Bewerbung, wenn man das reinlegen kann, sieht es natürlich besser aus. Es werden ja viel, also es ist gewünscht, dass man gut im Englisch ist, besonders wenn man halt international irgendwie also internationale Studiengänge besuchen möchte oder so, dass man halt wirklich sowas da vorlegen kann und das ist vielleicht nochmal ein Pluspunkt. Gut, dann bedanke ich mich für das Interview und ich gebe jetzt weiter an Daniela. Vielen Dank, Rebecca. Nun darf ich unser neues Schulleiter-Team begrüßen. Herr Klees, Sie sind unser neuer Schulleiter und Herr Defrin, Sie unser Stellvertreter. Was bedeutet das denn für Ihre jeweiligen Aufgabenbereiche? Ja gut, es ist eine größere Verantwortung als früher. Am Ende bin ich für viele Dinge verantwortlich, die ich vielleicht gar nicht in Gang gesetzt habe. Aber ich freue mich auf die Aufgabe. Die Schule kenne ich ja sehr gut und die Schule hat ein Riesenpotenzial und viele prima Schüler und Eltern und auch tolle Lehrer. Und ich denke, da kann man schon Zukunft gestalten. Und Sie, Herr Defrin, was dürfen Sie von jetzt an machen?
Also vor allem die Unterstützung des Schulleiters dürfte zu meinen zentralen Aufgaben gehören. Und ansonsten mache ich das Gleiche wie in den Jahren vorher mit Vertretungsplan, Stundenplan und was so noch alles dazu gehört. Und unser derzeitiges Schulleben, wo sehen Sie da als Schulleitung Probleme? Wo sehen Sie Erwähnenswertes? Ja gut, also wir haben ja schon traditionell ein Profil als Medienschule zum Beispiel. Also hier Humboldt TV ist ja unser Flaggschiff und das wird es auch in Zukunft bleiben. Mhm. Also das Medienprofil muss noch weiter geschärft werden. Wir sind das einzige Gymnasium Rheinland-Pfalz mit dem Fach Medien. Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Bereiche, die eigentlich sehr gut laufen. Ich nenne mal die Musik, die Kunst, die Naturwissenschaften. Wir müssen als Schule attraktiv sein und das sind wir zweifelsohne. In einigen Bereichen müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen besser aufstellen, aber die Schule ist seit langem eine gute Schule und hat viel Potenzial. Und vor allem dieses breite Spektrum trägt dazu bei. Und welche Veränderungen wird es noch geben? Also was heißt noch? Welche Veränderungen wird es geben? Ich meine, wir sehen es ja selbst als Schüler, die ganzen Bauprojekte im Hof und so. Können Sie dazu was sagen? Gut, ich denke, dass die Feuerschutzmaßnahmen in dem nächsten Jahr, im Laufe des nächsten Jahres vielleicht auch so Form annehmen, dass man sich nicht nur vorstellen kann, wie es aussehen soll, sondern dass sie dann auch wirklich alle stehen. Und dann ist der Bereich weitgehend abgeschlossen und dann geht es an die Modernisierung der Fachräume im Physikbereich. Ich denke, da passiert dann noch einiges, dass das dann ein ähnlich hohes Niveau hat wie die Chemie. Ein gutes Zeichen, dass der Schulträger, die Stadt Ludwigshafen, so unheimlich viel in die Gebäude investiert. Da sind wir sehr dankbar. Könnte alles ein bisschen schneller gehen, das ist klar, aber das ist ja bei allen öffentlichen Bauprojekten, dass die dann immer ein bisschen länger dauern. Aber letztendlich eine tolle Sache. Gibt es sonst noch innere Veränderungen, also zu den äußeren Veränderungen, die Sie eben benannt haben? Ja gut, Schule verändert sich ja permanent. Da kommen dauernd neue Aufgaben dazu. Das ist ja ganz normal, das war auch immer so. Da muss man natürlich immer darauf reagieren mit den Ressourcen, die wir einfach haben, mit den Lehrern, die zur Verfügung stellen, mit den Räumlichkeiten. Natürlich wird sich immer wieder eine neue Herausforderung ergeben. Ne? Und wo sehen Sie unsere Schule in einem Jahr? Ja gut, ein Jahr ist natürlich eine knappe Phase einfach. Ne? Ich würde jetzt eher 5 Jahren oder 10 Jahren. Also ich glaube, dass das Gymnasium die Schulform der Zukunft sein wird. Und die Schüler, die uns hier anvertraut sind, die müssen eine optimale Ausbildung erhalten und da bin ich der Auffassung, dass man das eigentlich ganz gut bewerkstelligen kann, wenn man die Ressourcen hat. Und das Humboldt ist das Gymnasium im Norden von Ludwigshafen, das stärkt die Stadtteile und diese Vernetzung mit den Stadtteilen, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Ja, das stimmt. Und Sie, haben Sie irgendwelche Träume, ja. Ganz viele, aber der wichtigste jetzt im Zusammenhang mit Schule, Herr Gläs hat es schon angesprochen, du hast auch die Veränderung nach innen angesprochen. Ja. Gerade im Bereich der Schüler haben wir ein unglaubliches Potenzial, was wirklich kreative und wirklich tolle Schüler und Schülerinnen anbelangt. Ich glaube, an der Stelle wollen wir auch zentral jetzt ansetzen, im Hinblick auf Schülerparlament vielleicht, also dass Schüler einen wesentlich größeren Mitbestimmungsrahmen haben, dass sie wissen, was sie können und was sie dürfen und dass sie dann vielleicht auch Schule so gestalten, dass sie gerne in die Schule gehen und dass es ihnen vielleicht in der Schule auch gefällt. Sie als Soziallehrer treten da natürlich ein. Und wie sieht es denn eigentlich mit Ihren Leistungskursen aus? Also Sie haben ja in der MSS 13 unter anderem Leistungskurs in Geschichte und Sie in Sozialkunde. Finden Sie da noch genug Zeit neben dem neuen Beruf, sage ich mal? Oder ja, das ist ja schon ein breites Feld, das dazukommt. Ja gut, das ist natürlich die Schwierigkeit, dass man immer noch eine gewisse Unterrichtsverpflichtung hat. Mhm. Also in meinem Fall sind das jetzt 7 Stunden, aber bei mir davon noch 14, das ist natürlich eine Menge.
Aber das ist natürlich der Grund, warum ich mal Lehrer geworden bin, weil ich ja gern mit Schülern zu tun hatte. Und das finde ich ganz wichtig, dass man diesen Kontakt zur Basis auch nicht verliert. Mhm. Denn die Schule gibt es nur, Schulleiter gibt es nur, weil es Schüler gibt. Und ADD oder Ministerium gibt es alles nur, weil es Schüler gibt, die unterrichtet werden sollen, die fit gemacht werden sollen für die Zukunft. Und das ist schon wichtig, dass man diesen Kontakt einfach erhält. Und ich muss sagen, ich gehe gerne in Unterricht. Wenn man dann keine Lust mehr hat, dauernd da rum zu verwalten, dann ist das mal ganz gut als Erholung auch. Sind Sie das genauso? Mindestens genauso. Also ich genieße die Unterrichtsstunden, auch wenn es nicht jeder Schüler immer merkt. Also ich genieße die Unterrichtsstunden. Gut. Dann möchte ich Ihnen hiermit im Namen von der ganzen Schule herzlichen Glückwunsch zum neuen Amt aussprechen an Sie beide und gebe jetzt ab an die Nachrichten. Vielen Dank. Hier geht es weiter mit einem Ausblick. Abgänge und Zugänge. Leider verabschiedeten sich in diesem neuen Schuljahr die Lehrkräfte Herr Kupfer, Frau Treckmann und Frau Nele Otschi. Zugleich freuen wir uns auch wieder über neue Gesichter, die wir in unserer Schule herzlich begrüßen. Verena Wolf, die in den Fächern Deutsch und Erdkunde unterrichtet, und Jochen Nawrocki mit Deutsch, Englisch und Ethik. Das WHG rüstet auf. In den Ferien wurde die Renovierung der Fenster an unserer Schule fertiggestellt und mit dem Bau der Fluchttürme begonnen. Nach und nach sollen noch die Physiksäle, eventuell noch eine Neupflasterung des Eingangs, sowie eine Renovierung des Dachs in Angriff genommen werden. Offene Türen. Am Samstag, den 28. November, ist Tag der offenen Tür am WHG. An diesem Tag bietet sich wieder Gelegenheit, in unsere Schule reinzuschnuppern. Interessierte, insbesondere zukünftige Schüler des WHG und ihre Eltern können sich ansehen, was unsere Schüler vorbereitet haben und wie die Räumlichkeiten des WHG aussehen. Statistisches. Seit dem 7. September besuchen wieder neue Schüler unser Gymnasium. Wir wünschen allen und besonders den 65 Fünftklässlern von insgesamt 731 Schülern viel Erfolg. Neue Erdenbürger. Während die Schüler die Sommerferien genossen, machte der WHG Klapperstorch Überstunden. Am selben Tag erblickte Mathis Kühne, 3940 Gramm schwer und 58 cm groß, und Amon Jacquet, 3560 Gramm schwer und 51 cm groß, das Licht der Welt. Wir wünschen den Familien für die Zukunft alles Gute. Das war's mit den Nachrichten und wir geben jetzt weiter an Jana und Daniela. Es freut uns, dass Sie heute wieder bei der 82. Sendung von Humboldt TV mit dabei waren. Die Filme produzierten und bearbeiteten Laura Hipper, Vanessa Kutz, Felix Wedler, Darius Sobolewski, Daniel Haufe, Timo Schmor und Volker Galm. Die Bilder für die Nachrichten verdanken wir Anna Salomon von der MSS 12. Wir danken allen Gästen für ihr Kommen. Das Studio wurde dekoriert von Volker Galm. Die geplanten Schwerpunktthemen der nächsten Sendung sind der Kunstunterricht, unser neuer Imagefilm und die neuen Lehrer, die vorgestellt werden. Außerdem haben wir einen YouTube-Channel, Humboldt TV 2.0. Vielleicht schauen Sie mal da vorbei oder adden uns, wie auch immer. Das würde uns sehr freuen. Hoffentlich sind Sie auch wieder bei unserer nächsten Sendung dabei. Bis dahin, danke fürs Einschalten und bis bald.